Eine Frage an euch jetzt, ne? Was unterscheidet den Jungen, ein Junge, ne, von einem Mann? Von einem Mann? Ja, Mann. Der hat keine Eier, ja. Und irgendwann seid ihr Mütter und dann habt ihr auch Verantwortung und dann seid ihr auch für die Männer da. Wow! Richtig? Yo! Keine Ahnung. Sorry, warte, könnt ihr das neu schneiden? Der Mann, ja, ist sowieso Boss. Der Chef. Ja, okay. Die Frau ist sowieso dumm, deswegen wir machen. Yo, where are going, guys? It's your boy, Gypsy TV. Come on. So, heute haben wir eine neue Sache. Und zwar was? Eine neue Umfrage. Wir fragen die Männer und die Frauen mal wieder. Was unterscheidet den Jungen vom Mann? Und was unterscheidet das Mädchen von der Frau? Viele sagen, ich bin Mann, ich bin das, ich bin das. Viele sagen, ich bin eine Frau, ich bin Frau. Aber was macht denn... Was macht deine Frau aus? Das wollen wir heute wissen, oder? Und was macht den Mann aus? Deswegen, heute sehen wir mal. Let's get it poppin'. Let's go. In Cologne City. Kang. Shit. Cheese. Welcome, guys. Wir haben hier die Erste. Wie heißt du? Jovita. Jovita. Wie alt bist du? 19. Luigi. Luigi. Oder Sabele Babel. Was? In Mahmoud. Und wie alt? In 18 Jahre alt. Moas, 22. Vanessa 22, Demet 21. Ja. Imad. Imad, wie alt? 16. Wow. Tommy, 15 Jahre alt. Ey, ihr seid jung, jung, ja? Wallah, ich dachte, ihr seid älter, ja, aber egal. Luca. Wie alt? 18. Okay. 16. Alia 18. Okay. Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim, wer bist du? 23, Bruder. 23, stabil. Dean, ich bin 18. Tarek 18. Okay, easy, guck mal. Was unterscheidet einem Jungen von einem Mann? Ein Junge von einem Mann? Boah, Bruder, solche Fragen, ich wusste das. Ein Junge und ein Mann, ich glaube, das muss jeder mit selber ausmachen, aber ich glaube, das hat was mit Kopfsache zu tun. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, eher was, wie du dich verhältst gegenüber einer Frau und so weiter. Und so weiter, muss ein bisschen weiter ausbauen. Eine Mädchen, Frau, also genau, Mädchen und Frau, genau. Mädchen, ich finde, die sind auch ein bisschen kindlich, nicht... In welcher Hinsicht so? Also, naja... Soll ich das erklären? Sag mal so, man kann ja auch mit 50 noch ein bisschen kindlich sein. Denkst du? Von einem Mann. Von einem Mann? Ja, Mann. Der hat keine Eier, ja. Okay, warte mal. Okay, okay. Weiter, noch weiter. Mehrere Punkte. Der zahlt nicht für die Frau. Okay. Charakter. Charakter? Ja. Okay, noch mehr willst du mehr dazu sagen? Ja, also eine Frau verhält sich erwachsen, weiß, wie sie sich zu geben hat, ist reif, weiß, was sie will und ein Kind weiß halt eigentlich nicht und... Okay, ist nice. Come on. Was? Nochmal? Zufrieden. Okay. Yeah. Wir, Mann, wir bringen sie zum richtigen Weg. Okay. Aber die Frau weiß nicht, wo die hingeht. Die geht fremd, Bruder. Ja, okay, aber einfach meine Frage ist, was unterscheidet den Jungen? Und der Junge. Der Junge, ne? Ja. Was unterscheidet den Jungen, den man kennt, verspielt so vom Mann? Vom Mann sein. Oh Gott, was sagt der da? Bruder! Mädchen und Frau. Ja, aber ich meine vom Verhalten. Guck mal, man kann ja nicht sagen, so mit 12, ich bin eine Frau, weißt du? Eine Frau ist ja. Ja, so ab 18, wenn man älter ist, ist auch, Mann ab Frau. Ist eine Frau. Ja, wenn man reif genug ist, ist man eine Frau, würde ich sagen. Was unterscheidet ein Junge? Von einem Mann. Ja, ein Junge, einer ist jung und der andere ist Mann. Halt. So, von klein auf zum Erwachsenen werden, das ist der Unterschied. Beschreibt sich das Wort an sich. Die Jungs, die haben noch nichts. Die Männer haben Verantwortung, die müssen Familie da sein. Ja, ein Mann. Genau, stabil. Also, bist du ein Mann? Oh. Ja, Mann, ich bin ein Mann, aber meine Frau mag mich nicht mehr. Oh, scheiße. Ja, Mann. Das ist was aber, anderes. Ist was. Ja, so. Das ist ein anderes Thema. Keine Ahnung. Ja, das ist nice. Boah, keine Ahnung, die hat eigentlich schon alles gesagt. Egal, mit deinen Worten. Ich weiß echt nicht. Was sagst du? Ja, auch reif und so, wie man sich verhält gegenüber anderen Personen und so. Wow, ja, in Mann. Verschiedenen Situationen. Ja, Mann. Ja, Mann. Stabil. Okay, was würdet ihr sagen? Bist du ein Mann? Nein.
Nein? Nein. Boah, das ist stabil. Bist du ein Mann? Nein, bin ich nicht. Ey, stabil. Würdest du von dir selbst aus sagen, dass du ein Mann bist? Ich glaube, ich bin ein herangehender Mann. Ich muss aber auch noch viel lernen, ja, auf jeden Fall. Was hat ein Mann für Eigenschaften? Okay, ich bin ehrlich. Also, wenn ein Mann sagt, ich bin ein Mann, ne, der ist da für seine Familie, wenn er eine Familie gründet. Bin ehrlich jetzt, wa? Okay. Wenn er noch keine Familie hat? Wenn er keine Familie hat, also wenn er... Nee, okay, Korrektur. Wenn er jetzt keine Familie hat und sagt, ich bin ehrlich und sagt wirklich jetzt so, ich bin ein Mann, weil er sich jetzt hochgearbeitet hat. Von ganz unten, wirklich da von dem Bottom. Geil, und der hat wirklich dafür alles dafür getan, sag ich mal so, bin auch ehrlich, dann sag ich mal so, der ist in meinen Augen mein Mann. Warum? Der hält auf keinen anderen, der macht sein Ding. Und dann, wenn er oben ist, schafft er das auch, bin auch okay. Ehrlich. Der Unterschied ist einfach der Alter. Dass ein Mann einfach ein Arbeit... Warte kurz, also willst du sagen, wenn du sitzt mit bisschen Junge, 18, oh, ich bin jetzt ein Mann. Ja, nein, ja, das hat auch was mit der Reife zu tun. Okay, Reife, das ist schon was, ja. Gutes. Würdest du von dir selbst auch sagen, dass du eine Frau bist? Ja. Nein, ich meine aber wirklich eine Frau, Frau. Was macht ein Mann nicht, was ein Junge macht? Was für Sachen so? Hey, das ist echt schwierig zu beschreiben, so direkt. Ein Mann behält es als einfach große Eltern. Und der Junge, heutzutage, keine Ahnung, was machen die Jungs? Was so? Ich frage dich, was machen die Jungs? Andere Frage. Was bist du? Bist du ein Junge oder ein Mann? Also, bist du ein Junge oder bist du schon ein Mann? Ich bin ein Mann. Ja, du bist ein Mann? Ja. Ja? Ich bin ein Mann. Du würdest selbst auch sagen, dass du ein Mann bist? Ja. Ja, bist du ein Mann? Ja, ich bin ein Mann. Okay. Warum lachen die beiden? Würdet ihr von euch selber sagen, dass ihr eine Frau seid? Oder eher noch so ein Mädchen so? Boah. Hey. Irgendwas dazwischen, sag ich mal. Ich habe noch was Kindliches in uns, ja. So. Was ich eigentlich auch gut finde, aber wenn es sein muss, bin ich auf jeden Fall erwachsen. Okay, das ist dasselbe. Ja. Einfach Copy-Paste, ne? Okay. Frau, okay, was Frauen betrifft, okay, was noch? Und das ist ekelhaft, ich habe Angst, was Falsches hier zu sagen. Du kannst nichts Falsches sagen, weißt du? Eine Frau, der Unterschied zwischen einem Mädchen und einer Frau, keine Ahnung, eine Frau weiß einfach, wie sie sich zu benehmen hat. Weißt du, was ich meine? Die Mädchen heutzutage, die meisten meinen alle schon so weit zu sein für Alter, nur weil die ein bisschen oder so, musst du zensieren, ne? Was, eine Frau und Mädchen? Ja. Ah, die sind kindisch, ja. Die sind kindisch, die, keine Ahnung. Die machen immer so komische Stories auf Snapchat, diese Sprüche und so. Warte mal, Frauen machen das nicht? Bruder, also ich kenne keine, die das macht, ja. Auf jeden Fall nicht so extrem. Bruder, hältst das von da, Bruder? Let's go. Okay, warte. Männer und Jungs. Jungs sind so wie die hier. So. Klein, aber man sieht halt, dass sie Kinder sind. Ach so, okay. Also vom Aussehen und vom Charakter sieht man einfach, dass man ein Junge ist und erwachsen. Aber es gibt auch Männer, die behandeln sich, also sie verhalten sich so wie Kinder, auch wenn die, keine Ahnung, 25 sind. Das sieht man einfach vom Charakter. Irgendwie hier mit ein paar Jungs oder mit ein paar Mädels irgendwie ihren Spaß haben, feiern gehen und so, sind ja, die ja. Auf einmal erwachsen, aber... Eine Frau sollte ihren Wert kennen, ja. Sollte wissen, wie sie sich zu benehmen hat in der Öffentlichkeit, privat. Okay. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Das Benehmen einfach. Ja, genau. Ja. Okay, aber jetzt zu den Frauen. Oh, Frauen. Was unterscheidet das Mädchen von der Frau? Das Mädchen von der Frau? Ja. Die Mädels, die wollen auch Frau werden. Und irgendwann seid ihr Mütter. Und dann habt ihr auch Verantwortung. Und dann seid ihr auch für die Männer da. Wow. Richtig. Yo. Da lachst du. Was sagst du? Was war nochmal die Frage? Ah, scheiße, was? Bruder, was ja, Frauen. Mädchen von Frauen unterscheidet. Ja, genau. Bruder, ja, Frauen wissen auch, was sie wollen, ja. Ja? Ja, Bruder. Okay. Der sagt immer dasselbe. Ja, eben auch schon gesagt. Okay. Okay, jetzt andere Frage, Gegenfrage. Was unterscheidet den Jungen von einem Mann? Boah, was ist das für Frage? Ja, das ist eine Frage, geh rein, so, ich meine so. Ja. Was hat ein Mann? Ey, ich werde die ganze Zeit angerufen, ne? Egal, lass einfach. Ja, okay. Ja. Kind sein und so halt. Bro, ich bin ehrlich, ich bin ehrlich, eine Frau ist wirklich eine independent woman. Die ist einfach ja. Selbstständig. Ich meine, die braucht so. Keinen Daddy oder sonstiges. So! Das wollte ich doch hören! So, weißt du was? Das wollte ich hören! Weil, was du davor gelabert hast, war doch scheiße! Okay, was macht dich zum Mann? Wie meinst du, was macht? Was macht dich zum Mann?
Zum Beispiel, vor ein paar Jahren warst du ein Junge. Was macht dich zum Mann jetzt? Ja, erwachsen sein. So, was man alles kleiner nicht tut, halt, er sieht jetzt viel weiter, so erwachsen für sich. Und dann ein Junge macht halt, was er will in dem Moment und sieht nicht so weit. Hintergrund sieht er nicht. Boah, aber ein Junge. Das ist er, ja, Mann. Und ein Mann ist halt so, Gentleman schaut. Nicht nur den Punkt, nicht nur so, was jetzt passiert, sondern weit gesehen noch. So. Okay. Das ist das, was unterscheidet. Also ich finde, ab dem Alter von 15 sollte man schon etwas wie eine Frau sein. Ja, was unterscheidet? Nenn mir jetzt ein paar Sachen, die unterscheiden Mädchen von Frauen. Keine Ahnung. Verhalten. Einfach nur Verhalten. Eigentlich schon, Charakter, Verhalten, wie man sich benimmt. Umgekehrt, beim Mann. Ja, sag du was. Ich habe keine Ahnung. Also. Ich bin selbstständig und alles so. Ich wohne alleine. Ich mach mein Ding. Oh, stabil. Oh, okay, egal. Ja, ich auch, Bruder. Ich bin auch selbstständig. Also, ich mach auch mein Ding. Wallah, gelabert, Scheiße. willst du sagen, du denkst immer weiter und so alles drum dran? Ja, ich denke immer weiter, weißt du? Was unterscheidet den Junge von einem Mann? Du musst auch mit, ja, du gleich geredet so. Ja, also, ich würde halt sagen, dasselbe, nur als Junge, so, und... Was macht ein Junge, was ein Mann gar nicht mehr macht? Also ein Junge ist halt meistens, der will halt alles ausprobieren, ein Mann will es nicht mehr, so. Akzeptieren wir das? Ich weiß nicht. Hallo, ja, ihr müsst es akzeptieren. Wir akzeptieren gar nichts hier, Spaß. Bist du ein Mann? Ja klar, Mann. Was soll ich sagen, Mann? Ich bin ein Mann, Mann. Ich sehe das, wie der Hase läuft auch. Mit hartem Zeug, Digga. Scheiße. Okay, easy, ey. Ja, ich gehe auch schon arbeiten und so, ja. Also, so, aber Bruder, jetzt zum Beispiel so Wochenende und so, wir sind anders, ja. Was ist anders bei euch dann? Was ist anders bei uns? Bei uns? Ja, ja. Wie meinst du? Ja, keine Ahnung. Ja, wir sind einfach anders, Bruder. Guck mal, ich sag euch, von mir aus sag ich mal jetzt so, ne, ein Mann weiß, was er möchte, zum Beispiel. Yeah. Er weiß, was er möchte, er weiß, wie man mit Menschen umzugehen hat, er weiß, wie man zu leben hat, weißt du? Das ist so für mich meiner Meinung nach so ein Mann sein. Zum Beispiel ein Junge, der macht einfach die Sache jetzt und er hat keine Ahnung, was danach passiert. Weißt du, Konsequenzen, weißt du, ich meine? Zum Beispiel, wenn du eine Sache machen möchtest, du musst wissen, was die Folgen davon sind. Das haben so Männer und das haben Jungs zum Beispiel nicht. Die Jungs leben einfach nur rein. Weißt du? Peace out, peace out. Ich hab gelernt. Verschwindet aus meinem Video. Nein, Spaß. Ich hab wir sehen uns, Mann. Guan, guys. Gibson TV ist da. Auf jeden Fall, das Video ist zu Ende. Und ich wollte euch noch eine Sache sagen. Keep it going. Vielen Dank für euren Support. Und mehr Videos werden auf jeden Fall kommen. Immer weiter. Ihr wisst Bescheid. Wir spielen nicht. Jip Fam ist da. Also, wer noch nicht abonniert hat, abonniert meinen Channel. Und nicht vergessen, macht die Glocke aktiv. Die Glocke ist wichtig. Wenn das Video kommt, klingelingeling, ihr seid da. Mein Jip Fam ist immer da. Versteht mich. Let's get it poppin', yeah? Let's get it poppin'. See ya. One love.